Und damit willkommen zu einer neuen Episode PUBG. Und ja, wir wollen mal gucken, Matthias ist heute mit dabei, sei wohl dabei gesagt. Ja, ich würde sagen, wir springen in der Schule ab. Ich bin jetzt öfters mal in der Schule abgesprungen und kam damit eigentlich immer ganz gut klar, muss ich sagen. Und, auf jeden Fall macht es Sinn, sich mittig zu halten. Damit kann man sich am besten irgendwie zonenmäßig da orientieren. Ja, ich habe auch mal überlegt, ob wir vielleicht zum Drop dann oder so, aber also frühzeitig zum Drop, aber das ist dann so die Frage, ob das Sinn macht. Ja. Wir fliegen jetzt erstmal da in die Mitte rein, gucken mal, ob wir da schon mal, vor allem du hast da nicht nur, du hast nicht nur die Schule, du kannst direkt noch zu Rotzhock, kannst du auch noch direkt hin, oder nach Pochinki. Ja. Naja, wir werden sehen. Ich finde, das zahlt sich am Ende wirklich, ich habe das jetzt ein paar Mal schon gemerkt, das zahlt sich wirklich aus, wenn du halbwegs irgendwo mittig bist und dann am Ende musst du natürlich Glück haben, wo die Zone hinkommt, dass du nicht so ewig nur laufen musst, weil dann bist du echt am Arsch. Das ging eigentlich ganz gut. Also wenn ich das Glück hatte, dass ich... Wenn ich das Glück hatte, dass ich immer halbwegs mittig war und nicht laufen musste, dann lief es immer ganz gut. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen lauter machen. So einen Koffer haben wir. Alter, was ist denn hier los? Dauernd... Oh Gott, ich werde schon beschossen. Nee, doch nicht. Dauernd verrückt sich meine Kamera hier. Ist doch scheiße. Da ist schon wer. Hinterm Baum. Komm. Hast du schon die ersten... Boah, ich finde immer zum Anfang nur scheiße. Ja, ich habe 2 kampfunfähig gemacht. Ich kann so nicht spielen. Ich weiß auch nicht, das ist gerade. Der verrückt mir dort meine Ansicht und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Auf welcher Höhe kriegt man eigentlich Fallschaden? Ich muss halt nur gucken, wo die herkam. Da schrieben Leute, hey, du kannst ja auch sprinten. Aber das ist, Leute, es ist manchmal. Ist das ja gar nicht sinnvoll zu sprinten. Ja, eben. Das vor allem, ist halt wenn manchmal gehe ich auch geduckt, dann brauche ich nicht zu sprinten, ne? Manchmal. Das ist, wenn man sich, vor allem, wenn man sich so langsam an Sachen ranschleicht. So. Und noch eine Sache, die ich auch noch unbedingt noch sagen wollte. Ich weiß, also ich kriege ziemlich viele Nachrichten, nur bleibt mir dann nicht böse, wenn ich viele der Nachrichten dann nicht direkt beantworten kann. Weil teilweise, ja, wenn ich dann im Spiel drin bin, dann kann ich halt nicht eben die Nachrichten beantworten. Ja, das ist es halt. Mir schreiben auch mal welche bei Instagram oder so. Hey, kannst du mich mal, nehme ich mir bitte an. Wir sind wieder, warte, jetzt muss ich mal gucken, hier sind Schüsse. Aber es ist so ungewohnt, wie ich zocke gerade. Kann einfach nicht alle immer beantworten, beziehungsweise alle Leute annehmen. Alle Leute, die Freundschaftsanfragen im Spiel nehme ich schon an, aber ich kann halt nicht mit allen immer zocken. Das ist halt das Problem. Boah, wenn ich den erwischt hätte, ne? Ich komm mal zu dir. Ich hab halt keinen Zoom. Ja, den hab ich erwischt. Aber das ist blöd. Ist blöd so. Ich kann dir ein holographisches Visier geben, wenn du... Ja, hier hängt halt einer auf dem Balkon, aber ich kann ihn nicht erwischen, weil ich kein gescheites Visier hab. Auf welchem denn? Da, wo ich hinschieße, wo von mir aus geradeaus. Gib mir das mal bitte. Wow, das war eine Granate. Ja, der hat mich. Hilf mir. Ja, ich bin da, ich muss aber. Komm zu mir am besten und heil mich erst. Ja, ich bin da. Wie geht das mit dem. Wie geht das mit dem heilen Alter? Ja, aufs Kreuz, bleib hier. Renn nicht weg. Der war direkt da in der Hausgasse und hat mir eine Granate an den Kopf geschmissen. Lässt er. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, das war knapp. Im Haus hier war doch ein bisschen mehr Action hier in dem. Ja, ist doch logisch. Okay. Also, du wolltest mir das Visier noch? Achso, ja, da ist einer. Geradeaus, einer. Wir sind am Haus jetzt. Scheiße. Boah, da geht ja voll die Action ab. Den hol ich mir. Hast du jetzt ein Visier? Nee. Warte jetzt mal, dann renn noch nicht weg. Warte mal hinter dem Häuschen da, ich komme mal da hin. Oh, irgendwo ein Auto. Hau doch drauf, ey, du guckst ja, geradeaus ist einer, ja, sehr gut. Ich habe aber gerade erstmal das Visier abgelegt, hast du das jetzt genommen? Muni, ist nix. Ich kann nicht aus dem Auto aussteigen. Oh. Jetzt. Ja, der Verlassen-Button ist irgendwie so nah an der Map. Ja, dann tu ihn doch weg. Dafür kannst du ihn doch verrücken. Ja, muss ich mal nächste Runde mal. Yeah, ein Schalli, das ist gut. Boah, ich habe kaum Schuss für die
für die VSS, das ist nicht gut. Bandagen noch. Okay, der Drop ist da hinten. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dahin zu laufen oder zu fahren. Was ist hier denn passiert? Da sind Flecken an der Wand. Ne, auf dem Boden, Öl, irgendwie so ein Zeug. Da war der Fleckenteufel, Matthias. Mhm. Da war der Fleckenteufel, der Böse. Okay, hier sind Schüsse, ich werd beschossen. Okay. Von da. Böse Fratz. Ist nicht noch was? Da ist noch was bei dir in der Nähe, ne? Nee, nicht bei dir in der Nähe, in der anderen Richtung. Norden. Jetzt habe ich noch 11. Ach, verdammt, ich komme mal auf den Zoom. Jetzt habe ich noch 11 Schuss. Wo läuft denn der Matthias hin? Der war hier noch, schon? Noch gar nicht. Aber wir sind hier erstmal relativ gut. Ich würde mich theoretisch jetzt erstmal hier irgendwo niederlassen. Ja. Und ein bisschen warten, bis die Map kleiner wird. Ist blöd, dass man nicht aufs Dach, dass ich jetzt nicht aufs Dach drauf komme. Ja, das stimmt. Kannst du nicht das Auto da parken? Ich glaube nicht, dass das reicht, oder? Weiß ja nicht. Oh, lol! Hä? Der stand hier direkt, oder was? Alter, was war das denn für eine Reaktion? Ich hab den gesehen und hab direkt einfach nur instant... Aus Schreck habe ich ihm direkt einen verpasst. Alter Schwede, ey. Mein lieber Mann. Die Runde läuft ja gar nicht mal schlecht bisher. Ja, ich kann mir jetzt mal hier rein... Ich hab wieder Muni für die VSS. Ja, gut. Jo. Ich nutze den 715, 5,6. Ich habe auf jeden Fall verschiedene, das ist gut. Ja, wir sind ja recht mittig, ne? Ja, deswegen meine ich ja, dass ich erstmal hier theoretisch jetzt warten würde. Ja, gut. Ich gucke jetzt mal so in Richtung Süden, Südost. Theoretisch kann man sich erstmal hinlegen und warten, bis noch ein, zwei Bots kommen. Weil die finden einen ja, selbst wenn du irgendwo versteckt bist. Die sehen dich ja, im Gegensatz zu den normalen Spielern. Ja, gut, Ich krümmel mich gerade auf dem Rasen. Die Zone zieht sich jetzt aber genau um dieses Häuschen hier zusammen. Das ist auch nicht schön. Du bist doch gut dabei, eigentlich. Ja. Ich bin nicht gut dabei. Ich muss jetzt gleich gucken, wie ich wieder dahin komme. Tü. Wie weit bist du denn weg? 270 Meter. Du bist echt gut drin. Ich habe jetzt echt mal wieder die Arschkarte hier. Ja, deswegen, jetzt eben einfach links. Ja, gehen. Aber ja, du bist jetzt genau auf der anderen Seite. Jetzt können wir es halt. Ja, Captain Einsicht. Ich hätte, ne? Quasi einkesseln. Das ist ja vielleicht wirklich nicht schlecht. Ich versuche jetzt mal Highground zu kriegen. Oh, Schüsse von. Von wo? Von außerhalb der Zone, von hinter mir. Hat es aber auch schon eins zerrissen. Es sind nur noch 5. Ich versuche jetzt über den Bergrücken zu laufen. Und da einen zu holen, vielleicht. Also quasi jetzt so von. Von unterhalb von dir da zu dir dazu zu kommen. Okay, hier bin ich erstmal safe. Kann jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Oder habe ich was gehört? Da oben bist du, okay. Ich meine, ich hätte was gehört. Egal. Jetzt muss ich mich mal wieder ein bisschen sputen. Das ist ein Auto. Nein! Der war direkt vor mir. Ja, ich bin so... Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Da ist ein Auto gewesen und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Der ist oben auf dem Berg. Oben auf dem Berg ist der. Aber bleib... Hock dich! Da ist er. Ja, komm, hau ihn. Ja, sehr gut. Hock dich. Ja. Leg dich. Muss mich hier ins Gebüsch legen. Leg dich. Und so, und jetzt guck mal nach rechts. Ja, da, genau. Da, links auf dem Berg da oben. Da, wo der linke Baum war. Links der Baum. Da war der mit seinem Auto. Okay. Aber der war innerhalb der Zone, nicht innerhalb der Zone. Das heißt, der wird wahrscheinlich rechts irgendwo, denke ich mal, kommen. Der könnte rechts irgendwo herlaufen. Aber du bist gut. Bleib einfach da liegen und guck dich um. Hier kann ja nicht viel passieren. Ja, ich muss ein Stück noch, oder? Hä, du siehst doch, ob du in der Zone bist. Wenn da keine Meterangabe steht, dann passt das. Und geh noch ein bisschen nach vorne, deine Beine gucken ein bisschen raus. Ja, es ist eh durchs Bewegen, ich bin so offen. Du musst ihn ja, irgendwo musst du ihn ja da sehen. Er muss ja irgendwo da jetzt... Noch zwei. Ich meine, ihn gesehen zu haben. Ja, es ist nur noch ein einziger übrig.
er schmeißt so. Jetzt, er hat dahin geschmissen. Wohin? Quasi auf die Ecke vom Haus. Das heißt, er ist jetzt, er wird hinterm Haus, ist er hinterm Haus? Ich weiß es nicht. Duck dich auf jeden Fall, wenn du läufst, ne? Damit, sonst machst du viele Geräusche. Ja, er will jetzt irgendwo sein, also irgendwie, das Spiel muss ja irgendwann jetzt mal enden, also. Okay, er ist im Haus. Er ist im Haus. Er ist definitiv im Haus. Hat er das nicht geschmissen? Molotow-Cocktail hat er geworfen, ja. Ja, er ist hinterm Haus und hat den ins Haus reingeschmissen, weil er denkt, du wärst im Haus. Das kann auch sein. Aber er ist nicht da. Er wird wenn hinterm Haus sein, denke ich mal. Oder hat das aus dem Kabuff vielleicht ins Haus geschmissen? Nee, das glaube ich nicht. Das hättest du ja gesehen. Er kann nicht in dem Kabuff sein. Du hättest doch gesehen, wenn der Cocktail durch das Fenster geflogen wäre. Ja, stimmt. Also er kann nicht in dem Kabuff sein. Alter, sowas hatte ich ja noch nie, ey. Es ist Standard, wenn du noch zwei übrig sind, ist das Standard, wenn du irgendwie noch ein Häuschen hast, dann kacken die sich zu Tode hier. Ich hatte das jetzt mal irgendwann, da lagen wir dann 5 Minuten einfach nur im Gras rum. Weil ich würde trotzdem sagen, beende es halt irgendwie jetzt, also. Ja, genau, lauf da hinterher. Warte, jetzt guck dich mal um. Du bist jetzt ja gut geschützt. Ich will hier an so eine. Okay, er kann nur im Haus sein. Er kann nur, oder? Ja, er kann nur im Haus sein. Vor allem ist das Haus ist ja auch noch zweistöckig. Oh. Alter, wenn ich das jetzt wäre, ich würde mir so in die Hose kacken. Vor Angst. Das Problem ist, er hört ja. Oh, jetzt wird's doch nochmal kleiner. Ui, jetzt wird die Zone kleiner. Und jetzt hast du die Arschkarte, weil du rein musst. Lolololololololol. Da ist er, da ist er! Leute, warte auf dir! Auf! Oh. Was war? Nein, du hast verloren, weil du nicht, weil er mehr Leben hatte. Oh, er Leute. War oben im Haus und hat dich. Oh. Alter, das muss ich mir auf. Das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, aber ich glaube, das war, weil. Ich weiß nicht, was passiert ist gerade. Nein. Aha! Du kriegst einen Daumen hoch von mir, Alter. Wow. Ah, ich hatte trotzdem mehr Kills. Haha, Alter. Das war ein gutes Spiel. Das war ein gutes Spiel. Na gut, Leute, das war diese Episode von PUBG Mobile. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss.